Ich wusste, dass es schwierig werden würde. Wann war es denn einmal einfach? Wie oft hatte ich schon auf meinen unzähligen Kaperfahrten dem Tod ins Auge gesehen? Aber das, was mir da mit seiner hässlichen Fratze entgegenblickte, überstieg meine kühnsten Vorstellungen. Jetzt gibt es keinen drinnen mehr. Dein Körper gehört mir. Männer, Attacke! Nein, und unser Körper gehört nicht dir, der gehört uns. Leertaste, springen. Und, was? Oh mein Gott, ausweichen. Doppel-W. Und, die Waffe ziehen. Machen wir doch selbstverständlich und müssen parieren. Und angreifen, okay. Schlage unmittelbar nach deinem letzten Schlag erneut zu, um beide Angriffe zu einem mächtigen Kombo-Angriff miteinander zu verbinden. Okay, machen wir. Oder auch nicht. Aber jetzt. Und bam. Und ups. Und. Ja. Patty braucht deine Hilfe. Patty braucht unsere Hilfe. Okay. Zweitwaffe. Autsch. Autsch. Mensch, wir kriegen ja hier volles Brot auf die Mütze, ey. Und da hätten wir den und... Oh nein, oh nein, au! Schwerer Angriff? Okay. Während eines Kombo-Angriffs kannst du bis zu 3 Schläge miteinander kombinieren. Jeder einzelne Schlag verursacht dabei mehr Schaden als der vorherige. Okay. Warte mal. Nein. So. Okay, das Kämpfen muss ich mir noch irgendwie aneignen. Das ist doch etwas hakelig. Ja. Warte mal. Geht das jetzt? Pam. Au. Aua. Stirb. Ja, jetzt haben wir ihn doch. Gleich. Au. Bam. Was bist du denn? Ein Schattenwächter, der uns... Au, ordentlich auf die Schnauze haut. Aua, nein! Warte mal, Pistole. Au, 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 und tot ist er. Oder? Ja. Schon wieder dieser Albtraum? Es ist immer der gleiche. Der Geisterkapitän? Ja, er verfolgt mich fast jede Nacht. Es ist nur ein Traum. Das wahre Leben wartet da draußen auf uns. Angelegt! Komm schon, wir sind da. Vor der Krabbenküste? Wie lange habe ich denn geschlafen? Viel zu lange. Schwing deinen Hintern aus der Kajüte. Hör zu, ich warte unten am Strand auf dich. Die Krabbenküste, ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir Risen 3, was, glaube ich, gestern Nacht
ist es erschienen und ich habe mir gedacht, ich muss das sofort aufnehmen. Ich hatte so Bock auf das Spiel, also ganz im Ernst, da habe ich mich so drauf gefreut. Ist natürlich ein bisschen blöd, dass wir die ersten Teile jetzt noch nicht gespielt haben, denn Patty kommt da auch vor in Teil 2, eine Piratentochter von, wie heißt das, Stahlbart, glaube ich. Und ja, wie gesagt, wir spielen einfach jetzt mal ein bisschen, nehmen den Thronschlüssel. Denn wir sollen unsere Ausrüstung holen und die wird sich höchstwahrscheinlich... Okay. Das scheint unsere Ausrüstung zu sein. Stahlbarts Klinge, was? Schwarzer Dreispitz, guter Mandel, Proviant. Das ist die Heilung. Der Rum bringt auch Blut. Blut ist unsere Lebensanzeige. Und Kugeln für unsere Pistole. Hol deine Sachen aus der Truhe. Okay, haben wir gemacht. Inventar öffnen. Rüste dich aus. Geh dazu auf rechte Hand. Wähle Waffe aus, danach Körper, um deine Rüstung anzulegen. Rechte Hand, Stab als Klinge. Machen wir. Stich mal. Okay. Kann man linke Hand auch. Ja. Die Pistole. Auf den Kopf. Setzen wir uns den coolen Dreispitz. Ein guter Mantel. Lege deine Ausrüstung an. Schwarze Hose haben wir schon an. Füße haben wir, die polierten Stiefel auch an. Ohrringe haben wir nicht. Amulett haben wir auch nicht. Und Ringe haben wir wahrscheinlich auch nicht. Gut. Huch. Okay, also es beginnt etwas an Teil 2 angelehnt, denn der war ja auch mit Piraten-Setting und so weiter. Aber ich denke, das Ganze wird sich relativ schnell legen. Denn die Entwickler haben sich losgesagt von diesem Piraten-Setting. Das ist nicht ganz so gut angekommen. Ich muss auch sagen, Risen 2, ja, okay. Der erste Teil war super. Den spielen wir auf jeden Fall auch noch. Ich latsche hier also blöd rum. Zweiten Teil machen wir auch. Aber erstmal machen wir jetzt Nummer 3. Denn der hat sowieso eine eigenständige Storyline. Ich brabbel hier die ganze Zeit rein. Ach, was sieht das schön aus. So, wenn wir den größten Schatz, den die Südsee je gesehen hat, heben wollen, müssen wir den alten Tempel finden. Laut der Karte liegt der Tempel im Hinterland. Wir müssen dem Weg dorthin folgen. Komm schon, Brüderchen, bald sind wir reich. Neuer Rang, Kapitän. Also wir scheinen der Bruder von Patty zu sein. Und ich muss sagen, ich bin schwer begeistert. Ich hab's ja schon mal kurz angezockt, um zu gucken, ob alles funktioniert. Und ich muss sagen, das Ganze sieht echt super aus. Oh. Hast du jetzt davon? Dafür, dass ich so einen relativen Schrott-PC eigentlich habe, sieht das Ganze doch ganz cool aus. Die können wir absammeln und bekommen rohes Fleisch. Ich guck mal gerade im Inventar, was wir da so haben. Hier haben wir unseren Charakter. Das bekommen wir aber alles noch erklärt, denke ich. Inventar, Magie, haben wir nichts Benutzbares. Genau. Fleisch muss man braten. Proviant, genau. Das regeneriert unser Leben, genauso wie der Rum. Plunder. Alles okay. Seekarte. Mal gerade gucken. Okay, das ist nur die Krabbenküste, wenn wir jetzt hier drauf. Aha, aha, aha. Okay, sieht jetzt, ja doch, sieht ein bisschen aus wie, ja, wie bei Risen 2 eigentlich. Das Ganze hier, mit den Karten und so weiter. Auf Schatzsuche. Patty hielt mir diese merkwürdige Schatzkarte hin mit den Worten: Lass uns den legendären Schatz im alten Tempel der Krabbenküste heben. Tja, was hatte ich da schon für eine Wahl? Jo, da hat er recht. Also wenn mir sowas jemand anbieten würde, Schatzsuche, auf jeden Fall wäre ich da dabei. Schädelblüte, Goldsack, roher Fisch, Krabbenstecher. Was war da noch? Ach, noch mehr roher Fisch. Und ich
kann meinem Erkundungsdrang jetzt gerade nicht widerstehen. Es tut mir leid, ich muss... Oh, Muscheln. Ich muss erst in diese Richtung da hinten gehen. Es tut mir leid, Patty. Aber da musst du jetzt durch. Wo willst du hin? Wir müssen dem Weg ins Hinterland folgen. Ja, ja, machen wir gleich. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Wir gehen gleich zum Hinterland. Oh. Mistvieh! Mistvieh! Ups. Die Sandteufel. Auf jeden Fall. Wer den zweiten Teil kennt, wird Achtung. Diese Biester auch kennen. Die kommen da nämlich auch vor und zack und zack. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Da hast du recht, liebe Patty. So, haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Wir können... Oh, die Feuerblume aufheben. Und wir können irgendwie auch sprinten, genau so. Hier noch eine Blume? Nö. Wir sind schon viel zu weit gegangen. Wir müssen wieder zurück. Weißt du überhaupt noch, wo wir hier sind? Na klar, vertrau mir. Ich weiß, was ich tue. Vertrau mir. Ich weiß, was ich tue. Na schön. Aber wenn du zurück willst, dann sag mir einfach Bescheid, okay? Da rollt ihr ein Schädel aus der Tasche. Na komm, gehen wir zurück und folgen mal ein bisschen der Quest hier. Also dem Weg da oben. Oh, Pilz. Pilz zählt als Proviant, genau, denn bei Risen das ganze Heilungsgedöns, was man hier aufsammelt, zählt alles... Was ist das denn? Ach, die Maki-Beere. Das zählt alles als Proviant? Oh. Ich will mal gerade gucken, ob wir hier irgendwo ein Quicksave haben. Schnell speichern, yippie, F5. Ah. Schnell speichern ist mir am liebsten. Krabbenstecher. Okay, der ist schlechter als unseres. Ich will mal gerade gucken, wo wir die... Nein. Hallo? Muscheln, die kann man nämlich öffnen. Wer sagt's denn? Genau. Und da finden wir eine Perle. Die wir verkloppen können. Kapitel 1, der alte Tempel. Da. Da ist der alte Tempel, ich wusste es. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg zu ihm finden. Und ich sehe schon noch mehr alte Bekannte. Au, 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 du blöder Lümmel. Ach, ich will noch einen schweren Angriff. Jawohl. Die Scavenger, die sehen hier etwas anders aus als uns bekannt aus Gothic 2. Etwas mehr gefiedert. Sieh mal, dort drüben scheint etwas zu sein. Sieht fast so aus, als läge dort ein toter Pirat. Wie ich mir schon dachte. Wir sind nicht die Einzigen, die den alten Tempel suchen. Du solltest besser mal nachsehen. Vielleicht hat er etwas Nützliches bei sich. Dann machen wir doch. Nachdem ich hier die Umgebung abgesucht habe. Denn ich will wirklich nichts übersehen. Es tut mir so leid. Es tut mir wirklich leid. Ach, ist das cool. Quest markieren. Fusel, Pistole, okay. Markiere eine Quest auf deiner Karte, indem sie aussieht und deine Name auf der Karte markieren willst. Okay. Schatz eines toten Piraten. Mist, jemand ist schon... Ist uns schon vor unserer Krabbenküste angekommen und versucht ebenfalls den großen Schatz zu heben. Wir müssen uns beeilen.
wenn wir nicht zu spät kommen wollen und schon alles weg ist, bevor wir den Schatz erreichen. Ein toter Pirat an der Krabbenküste hatte eine Schatzkarte dabei. Darauf ist eine bestimmte Stelle hier an der Krabbenküste eingezeichnet. Ich möchte wetten, dort hat er seine Habseligkeiten verbuddelt, kurz bevor sie ihn erwischt haben. Bei meiner Karte kann ich den Fundort des Schatzes sehen. Cool, machen wir. Der Kerl hatte eine Schatzkarte dabei. Schau doch mal auf der Karte nach, wo er seinen Kram verbuddelt hat. Der liegt noch nicht lange da. Ich möchte wetten, sein Schatz ist hier irgendwo im Dschungel. Das sieht so schön aus. Zwar auch etwas bunter, als ich gedacht habe, aber volle Lotte schön. M? Okay, da oben. Da sollten wir ja eigentlich locker flockig hinkommen. Aber warte mal, ich lege mir gerade mal den Proviant. Geht das? Ja, auf 1. Dann können wir uns nämlich heilen. So ganz nebenbei mal. Oh, ist das schön. Und was ist das? Ein Geister... Was war das? Mir war so, als wenn dort gerade noch... ein Geisterpirat stand? War mir genauso. Sei vorsichtig. Dieser Fleischfresser sieht gefährlich aus. Ja, leicht. Okay, wir können auch ausweichen. Ich bin bei dir! Hui, ein Drachensnapper. Die kennen wir auch. Boah, der ist heavy. Bam! Voll auf die Fresse. Einmal Zunge. Boah, das ist ja eklig. Das Biest hat ihn schon... Ein kleiner Tempel. Was wohl passiert, wenn man an den Hebel da drüben zieht? Bestimmt nicht gut, nichts Gutes. So, warte mal, ich guck mal gerade. Okay, wir sind dort. Zu dem Schatz geht es aber... Hier lang? Ich denke mal, es geht... Huch! Nee, hier latschen wir nur. Goldklee? Aha. Interessant. Ist hier noch eine Maki-Beere? Nein. Aber da kann man einfach um den Tempel rumlatschen. Bringt uns jetzt nicht viel weiter. Ich hoffe das nicht. Wie kommen wir denn jetzt da zu dem Schatz? Na gut, komm. Was soll's, zieh mal einfach am Hebel. Aha. Diese Ruinen bergen viele Geheimnisse. Heidetruhe. Mit Gold und... Aha. Damit können wir Licht machen. Das ist so wie eine Schriftrolle. Aber was mich jetzt trotzdem brennend interessieren würde, wie kommen wir zu dem Schatz, warte mal. Hier lang. Jetzt hab ich's. Nu hab ich's gefunden. Eine Schaufel? Oh. Hier hat jemand etwas vergraben. Aber wo genau? Das ist total schwer herauszufinden. Wo könnte der denn hier etwas vergraben haben? Eventuell an der Stelle mit dem riesengroßen, fetten X, das bei allen Piraten der Welt als Zeichen für einen Schatz gilt. Goldsack. Rock. Oh, 50 Gold. Was ist das? Ach, wie cool. Das ist ja geil.
Das sind fleischfressende Pflanzen übrigens. Das ist ja cool. Und hier nochmal in größer. Wie geil ist das denn? Da sogar auch noch. Das ist ja cool. So eine Venusfliegenfalle direkt daneben. Geil, geil. So, jetzt. Gut gemacht. Jetzt sieh nach, was drin ist. Nö, ich geh. Okay. Was? 1080 Gold? Leck mich! Hui. Nicht schlecht. Großartig. Das kann man wohl sagen. Aber das war noch lange nicht alles, was es hier zu holen gibt. Du glaubst wirklich, dass dort oben im alten Tempel ein großer Schatz verborgen liegt, oder? Wart's nur ab. Bald werden wir im Gold schwimmen. Ich will eigentlich gar nicht so genau wissen, was da oben im Tempel auf uns wartet. Ich gehe mal davon aus, dass es mit Sicherheit kein Schatz sein wird. Und wenn, wird er mit Sicherheit bewacht oder sonst was. Ach, was freue ich mich. Was macht das Spaß. Da kommen wir nicht rüber. Wir bräuchten eine Brücke oder so etwas. Sieh dich hier mal um. Hier müsste es irgendwas geben, was uns weiterhilft. Neue Quest. Finde einen Weg über den Graben. Okay. Vielleicht mit dem morschen Baum? Die Wurzeln und der Stamm des morschen Baumes geben eine prima Brücke ab. Schon geschehen, liebe Patty. Aber vorher... Oh, Papageien. Gucke ich kurz auf die Karte und gucke hier unten. Was es hier so Tolles gibt, aber anscheinend... Gibt's hier nichts Interessantes. Hopp. Da kommt er so hoch. Patty, du auch? Okay. Dann auf. Und noch ein Papagei. Gut gemacht. Lass uns auch weitergehen, Brüderchen. Versteckte Täler sind genau mein Ding. Aha. Und da hinten ist schon wieder so ein Geisterpirat, den nur wir sehen. Verdammt. Ja. Da war er doch schon wieder, oder? Er sieht fast aus wie... Oh oh. Alte Ruinen. Hier hat vor langer Zeit jemand gelebt. Ein Blitzmerker, wie es im Buche steht. Und da oben ist ein Gorilla. Au. Oh, der arme Gorilla. Es tut mir ja fast schon ein bisschen leid. Aua. Es tat richtig weh. Oh, Entschuldigung. Man darf nicht über Gorilla lachen. Über Gorilla-Leichen lachen. Über Gorillas töten schon gar nicht. Aber es ist ja nur ein Spiel. Da darf man das. Wie bei The Forest, da darf man auch Lizards töten und kleine Rabbits. Gold, 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 Goldpfanne, Voodoo-Puppe, okay. Später vielleicht. Na, nee, das wollte ich auch gar nicht. Ich wollte eigentlich da auch noch gucken. Denn hier liegt... Zieh doch dein Schwert! Ein Ghoul. Ein Ghoul! Ein toter Ghoul! Silberteller. Hat er was? Knochen? Fisch. Fisch. So, hauen wir uns kurz mal zwei Proviant rein. Oh oh, eine ganze Gorilla-Familie. Äh.
Okay, erst Gorilla-Familie oder die? Ich würde sagen Gorilla-Familie. Die sehen ungefährlicher aus. Das ist ein bisschen blöd mit dem Ausweichen, weil ich... Ne, es sind Krallenaffen. Au! Au! Ey! Ganz schön viele Krallenaffen. Na komm. Na komm schon. Stopp. Heute sind hier nur noch Affen. Oh, Patty. Oh. Der war flach. Der war wirklich flach, Schätzelein. Eine Leiter und da ist nichts mehr. Da weiche ich nochmal aus vor Freude. Und was haben wir denn hier? Da ist doch noch irgendwas. Ein Geisterpilz. Eisenerz. Eisenerz ist immer gut. Goldenes Zepter ist auch immer gut. Eine Schaufel noch. Okay. Und ich glaube, wir machen jetzt hier erstmal eine Pause. Und gucken uns das Ganze in der nächsten Folge weiter an. Denn ich muss erstmal schauen, wie das Ganze mit der Rendergröße jetzt aussieht. Und so weiter. Und der Größe des Videos im Allgemeinen und wie lange das dauert und pipapo, alles mal gucken. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier bei Risen 3. Also, bis denne. Tschüss.